Dritte Etappe und damit willkommen zurück zur Tour de France 2022. Wir sind immer noch mit dabei. Lance Armstrong am Start jetzt in Folge 2. Leider war heute nichts zu holen. Das Tempo war enorm hoch. Die ersten 40, 50 Kilometer durfte gar keine Gruppe weg. Lance Armstrong hat es versucht, musste jetzt allerdings dafür bezahlen und ist jetzt schon aus dem Hauptfeld hinten rausgefallen. Hoffen wir mal, dass die Karenzzeit für Lance Armstrong passt. Jetzt müssen wir erstmal mit Zimmermann schauen, dass wir hier um den Gesamtsieg mitfahren. Das wird schwer genug. Wir sehen hier schon Education First vorne aufgereiht mit einem starken Team am Start. Magnus Cort Nielsen, der da jetzt die Tempoarbeit wieder übernimmt. Also ich denke mal, Marc Padun bei diesen kleinen Rundfahrten immer der stärkste Gegner gewesen. Wir haben ja auch einmal mit Ulle, glaube ich, hier die drei Tage in der Provence gespielt. Da haben wir ja auch gegen Marc Padun ja relativ knapp sogar nur gewonnen, obwohl wir den deutlich besseren Fahrer hatten, um dann nochmal den Bergpunkt zu holen. So, wir sind jetzt hier am vorletzten Berg, der Col de la Liguer, 11,9 Kilometer, 5,9% im Schnitt. Vorne noch Harm van Hucke, Tobias Voss, der neue Zeitfahrweltmeister, der dort an zweiter Position fährt. Auch sehr überraschend, der junge Norweger, der eigentlich ja, wie gesagt, keine gute Saison hatte. Sicherlich nicht mal zum engeren Kreis bei Jumbo für eine Tour de France-Nominierung gehört. Und jetzt mit dem Weltmeister Trikot im Rücken sicherlich dort im Teamstanding sich wieder ein bisschen verbessert. Dabei ist er natürlich auch noch blutjung, gar keine Frage. So, ich fahre mal ganz kurz nach vorne. Ich würde mir nämlich ganz gern die Bergpunkte holen, wenn ich darf. Alter, was ein Gedrängel hier. Nein, Costa, geh mal weg. Darfst ja auch gerne noch Bergpunkte holen, aber ich will nur auf Nummer sicher gehen, wenn da vorne irgendwas nicht mehr klappen sollte, dass wir dann wenigstens noch das Bergtrikot holen. Und dafür gibt es ja, glaube ich, auch Punkte für die Pro Cycling Einzelwertung. So, jetzt schauen wir mal. Die Abfahrt ist nicht besonders lang, nicht besonders steil. Da muss man natürlich erstmal auch wieder regenerieren können. Das blaue Gel bei Costa und Schmidt würde ich mir gerade sparen, weil die sollten zumindest jetzt noch ein bisschen regenerieren in den nächsten Kilometern bis zur Sprintwertung. Und dann beginnt der Schlussanstieg hoch zum Mont Ventoux. Wie gesagt, nicht ganz so steil wie der normale Anstieg zum Mont Ventoux, den man von der Tour de France immer kennt. Aber hat es auf jeden Fall noch genug in sich, um sicherlich das Feld richtig zu zerschießen. So, 16,5 Kilometer sind es noch. Wir sind mit Zimmermann alleine am Start inzwischen. Die Helfer sind weggeplatzt. Hoffen wir mal, dass wir hier halbwegs gut mit hochkommen, weil das Tempo ist schon enorm hoch, was die Konkurrenz hier hinlegt. Da können die Helfer jetzt aber langsam auch nicht mehr. Jean Poussin ist da vorne jetzt weg. Marc Padun haben wir da. Ich glaube nicht, dass das heute was wird mit dem Sieg. Dafür sind wir schon zu schwach unterwegs. Das sieht man hier. Und jetzt wird hier wieder durchgesprintet und geballert. Und wie gesagt, wir haben keinen Helfer mehr an der Seite. Unser Team hier in der ersten Saison nicht gut genug. Ballern uns hier mal ein bisschen durch. Marc Padun fährt da jetzt schon nach vorne. Müssen da ein bisschen unser eigenes Tempo fahren. Michael Storer sicherlich auch ein Konkurrent, da mit der 31, der uns hier Probleme machen kann. So, schauen, Brandon McNulty, auch einer der Mitfavoriten. Jetzt Tempo wieder ein bisschen raus. Aber schon wird es wieder verschärft vorne von Education First. 22 Fahrer noch drin und wie gesagt, es sind noch 14 Kilometer. Davon sind jetzt natürlich nochmal circa 8 relativ flach. Aber auch das kostet wahrscheinlich Energie. De La Cruz geht vorne weg. Wir können jetzt keine Attacken kontern, bei weitem nicht. Wir hoffen einfach, dass Education First das Ganze wieder zusammenrollt. Mit einem guten Team würden wir jetzt natürlich hier hinterherfahren und ein bisschen was machen. Aber wenn wir hier heute Richtung Top 5, Top 10 kommen am Berg, dann wäre das schon ein Erfolg für uns. Deswegen ist quasi der Aufstieg in die nächsten Rennen in der ersten Saison immer fast unmöglich. Jetzt gerade auch auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad wird es sehr, sehr hart werden. So, wir ballern uns hier wieder so ein bisschen rein. Rojas, 14 Fahrer sind hier jetzt noch drin. Bisschen regenerieren. Vorne De La Cruz ist uns erstmal egal. Auch eine mögliche Neuverpflichtung für uns, David De La Cruz. Die anderen Fahrer werden zu teuer sein. Marc Padun wäre natürlich auch schön, wenn wir ihn holen. Alleine auch, um die Konkurrenz zu schwächen bei den leichteren Rennen. So, De La Cruz 15 Sekunden. Der hat sich da, glaube ich, auch ein bisschen übernommen.
12 Fahrer jetzt nur noch drin. Kuhn Baumann sah da jetzt auch nicht mehr ganz so fresh aus. So, die Kilometerzahl fließt auch nicht so schnell runter, wie ich es gerne hätte. Krieg auch gleich einen Krampf in die Hand. Lennart Kemner noch mit dabei. War sehr gespannt, Lennart Kemner, auf die Entwicklung dann auch für 2023. Ob das dann weiterhin Ausreißergruppe und Etappensiege sind oder ob er sich ab und zu auch bei kleineren Rundfahrten vielleicht auch mal auf das Gesamtklassement konzentriert. So, Tempo wird hoch. So, McNulty fällt da gerade raus, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist überraschend. So, unten Carlos Rodriguez, der dort kurz mal eingeblendet wurde. Ich weiß aber gar nicht genau warum, weil ich sehe hier keinen Carlos Rodriguez. So, 8,6 Kilometer. 9 Fahrer noch in der Spitze. Und wie gesagt, Marc Padun wird im Endeffekt hier der stärkste Fahrer sein. Mit Michael Storer zusammen wahrscheinlich. Resso Cerada haben wir da. Den haben wir ja auch erst noch selbst im Team gehabt bei Cofidis. Lutsenko, der da jetzt seinen Ausreißversuch beendet hat. Beziehungsweise, nee, De La Cruz war es ja von Astana. So, jetzt haben wir hier sogar die Möglichkeit, nochmal kurz ein bisschen rauszunehmen. Und dann geht es jetzt hier gleich auf die letzten 5, 6 sehr, sehr steilen Kilometer. Da sehen wir es auch schon. Marc Padun beschleunigt da vorne nochmal. Stora, Herada, Lutsenko, dann Alpecin noch mit dabei mit Jay Vine. Oh, den habe ich aber, glaube ich, sogar in der Datenbank nochmal verbessert. Schauen wir mal. So, Herada. Geht Padun da jetzt gerade vorne weg? Können wir, wie gesagt, die Lücke nicht zufahren. Das muss die Konkurrenz machen. Lutsenko macht das. Wir bleiben mal hier in der Gruppe. Es ist sicherer, weil 5 Kilometer mit dem blauen Balken alleine, das wird schwer. Aber die Konkurrenz sieht jetzt auch nicht mehr ganz so fresh aus. Wo sind alle? Okay, krass, sind echt schon richtig weggeplatzt. Aber zu Padun vorne hin kommen wir wahrscheinlich eher nicht. Der wird sich da jetzt absetzen. Ich will nur mal ganz kurz hier die Gruppe loswerden. So, schaffen wir das? Kommen wir da nochmal? Ah, okay, Lutsenko kommt mit. Okay, kommen wir da hin? Fährt uns Lutsenko da nochmal hin? Es wäre natürlich mega nice, wenn Lutsenko das schafft, uns zu Marc Padun hinzubringen, aber ich glaube eher nicht. 3,5 Kilometer sind es noch. Wir gehen mal mutig rein. Versuchen es mal bei Padun jetzt ein bisschen zu chillen am Hinterrad. Ein bisschen eine andere Strategie, als wir es in den Jahren davor hatten. Da sind wir dann eigentlich immer eher konservativ unser eigenes Tempo hochgefahren. Sind es noch 2,8 Kilometer. Wir lassen Padun arbeiten. Lutsenko sieht nicht mehr so fresh aus. Wenn wir am Hinterrad bleiben könnten bei Marc Padun, dann wäre das, glaube ich, schon der Rundfahrtsieg. Das wäre enorm gut. Aber das wird schwer. Der zieht hier ein gutes Tempo drüber. Trotzdem sehr, sehr stark von Zimmermann. Macht, glaube ich, auch echt Spaß. So spannend, wie es ist. Aber der blaue Balken, das werden wir nicht schaffen. Außer Padun nimmt selber ein bisschen Tempo raus. Die letzten 2 Kilometer. Es bleibt ähnlich steil. Nehmen mal das rote Gel. Marc Padun bleibt im selben Tempo. Und wird das wahrscheinlich bis oben hin auch durchziehen können, oder? Ganz, ganz schwer. Es sind immer noch 1,4 Kilometer. Wenn er jetzt nicht langsam mal rausnimmt, dann wird es das gleich gewesen sein. Mit Zimmermann, wir nehmen das rote Gel nochmal und schauen, wann lässt Marc Padun mal nach. Er lässt nicht nach. Er lässt leider nicht nach. Und dann fährt er uns weg. Also das wird der Rundfahrtsieg für Marc Padun. Der ist einfach hier eine Nummer zu stark. Da konnten wir nicht mitgehen. Kurz vorm Einbruch waren wir. 10, 11 Sekunden, 14 Sekunden hatten wir, glaube ich, in der Gesamtwertung auf Marc Padun. Schauen wir mal, es waren genau 14 Sekunden, 10 Sekunden Zeitbonifikation, jetzt der Einbruch. Hatte ich ihn nicht richtig eingestellt, shit. Hatte ihn dann doch ein bisschen so eingestellt, dass der rote Balken doch wegging. Okay, müssen wir kurz warten. Alter,
Fahr halt weiter. Aber der rote Balken regeneriert jetzt natürlich nicht wirklich. Also das wird leider nur der zweite Platz. Aber Padun fährt hier auch alles in Grund und Boden. Und wir zerstören Luzenko, Stora und so weiter. Zweiter Platz. Okay. Wir hätten jetzt, wenn er da nicht eingebrochen wäre, wahrscheinlich nur 15, 20, 30 Sekunden circa verloren. Trotzdem, glaube ich, war spannend. Dachte unten rein in den Berg, hat mir nicht so gut gefallen, um ganz ehrlich zu sein. Wie Zimmermann da reingefahren ist, zu weit hinten, lief nicht so richtig gut. Deswegen bin ich jetzt eigentlich ganz zufrieden, dass wir so lange mit dem Ukrainer mithalten konnten. Und Lance Armstrong, 29 Minuten hat er noch. Oder 30 Minuten seinen Rückstand, aber er müsste es eigentlich innerhalb der Karenzzeit schaffen. Das ist wichtig, dass er auch seine Rundfahrt fertig fährt. Der Bugfix mit der Tour de France ist inzwischen ja auch drin. Also wenn man die Tour fertig fährt, dann bekommt man da einen Punkt. Mit dazu absolvieren sie die Tour de France. Das hat uns bei Ulle ja immer noch gefehlt. Also alles ein bisschen wie immer, aber die Bergwertung haben wir uns geholt. Das hat gut funktioniert, dass wir am Berg der ersten Kategorie uns da die Punkte noch geholt haben. Padun 45 Sekunden vor Zimmermann. Dann schauen wir, 35 sind es dann insgesamt in der Gesamtwertung. Zweiter Platz für Zimmermann. Bergwertung geht an Zimmermann. Punktewertung, vierter Platz, fünfter Platz für Armstrong. Nachwuchsfahrerwertung, Teamwertung und die Kampfgeistwertung holt sich Lance. Bedeutet für uns, dass wir erstmal in der Pro Cycling Einzelwertung sogar vorne sein werden. Genau, so schaut's aus und Armstrong auf der 11, war eben gerade ein bisschen irritiert oben. Aber Armstrong ist natürlich dann rechts und die Teamwertung ist links. Das ist super, 57 Punkte nochmal dazu bekommen, 85 Punkte für Zimmermann, 97 Punkte insgesamt für US Postal. Ich weiß gar nicht, wie viel man brauchte. So 250, 300, glaube ich, waren es, um dann aufzusteigen. So, wir haben einiges erreicht. Plus 27. Gar nicht mal so. Klingt erstmal ziemlich gut. Aber wenn man dann sieht, Antritt 62, Hügel 62, Sprint 63. Aber da haben wir schon ein bisschen was geschafft. Können es ja mal ganz kurz anschauen. Ach, guck mal, gibt doch, bei der Regeneration gibt es das mit Gesamtwertung für den kämpferischsten Fahrer gewinnen. Kopfsteinpflaster hatten wir noch keins. Deswegen können wir da nicht drauf schauen. Zähigkeit, Etappe beenden haben wir geschafft. Ausreißer 25 Kilometer vor dem Feld fahren und so weiter und so fort. Da sind wir 200 Kilometer davor gewesen. Prolog angreifen. Ah, okay, das zählt also auch zu Prolog mit dazu. Interessant. Zeitfahren hatten wir noch keins, aber da zählt auch das mit dem Ausreißer noch ein bisschen mit dazu. Gefährliche Abfahrten hatten wir noch keine. Bergetappe haben wir beendet. Hügel haben wir sogar eine Bergwertung gewonnen. Das ist schon mal mehr, als wir mit Ulle, glaube ich, am Anfang hatten. Den Antritt haben wir schön verbessert. Den Sprint haben wir durch den Zwischensprintsieg gut verbessert. Und dem Flachen sind wir mit der 66 ohnehin schon relativ gut dabei. Also, das war doch ganz cool. Das hat Spaß gemacht. Zweiter Platz. Jetzt müssen wir uns hier ein bisschen durchsimulieren. Danach kommt der Breath Cup. Der sollte uns eigentlich extrem gut liegen. Also von daher, wenn wir da mal kurz auf die Etappen schauen, da geht es nach Landerneau, die Mur de Bretagne und nach Quimper. Das sind drei Etappen, die kann man für sich entscheiden. Haben wir eigentlich bislang fast immer für uns entschieden. Und unterwegs wird Lance natürlich wieder nach Bergwertungen lechzen. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, Neros Lefzen wären hoffentlich nach oben. Oh Gott, das mache ich nie wieder, das Gesicht. So ein bisschen wie bei Man in Black. Wenn er sich das Gesicht so zurückzieht, das mache ich nicht mehr. Ich habe auch noch mitten reingeschaut, also das sah nicht gut aus. Also, dann, wie gesagt, sehen wir uns beim Breath Cup wieder. Da haben wir hoffentlich guten frischen Atem. Und dann gibt es da auch eine kleine Kopfsteinpflasterpassage. Interesting. Also, Ulle in der Gruppe, das ist Pflicht. Von Brest nach Landerneau geht's dann. Habe ich gerade Ulle gesagt? Lance in der Ausreißergruppe, meine Güte. Wie oft habe ich schon Ulle gesagt? Wir müssen so einen Ulle-Counter machen. Lance in der Gruppe natürlich, um Gottes Willen. So, wir haben den Sprung gemacht zum Breath Cup. Wir sind in der Ausreißergruppe mit einer kleinen Gruppe. Ilio Kaiser, finde ich. Na, vollende den Satz. Wir werden es gleich sehen, wie gut wir ihn finden. Wir müssen jetzt erstmal wieder hinten rankommen. Barrenechea, wenn das kein Baske ist, dann fresse ich einen Besen. So, mal schauen. Die arbeiten hier extrem viel, gehen viel aus dem Sattel. Mal schauen, ob wir dann vielleicht leicht fitter sind, wenn es jetzt gleich auf den letzten Kilometer geht.
Mal schauen, was die Kollegen hier so drauf haben. Wir werden es oben sehen. Bleiben hier nochmal dran. Ist nicht mehr so weit. Aber es sollte eigentlich machbar sein für Lance, sich das zu holen. Jawohl. Also, nächste Bergwertung für Lance Armstrong. Sehr, sehr cool. Haben wir natürlich davon profitiert, dass die Konkurrenz hier super viel gearbeitet hat und wir eigentlich nur wieder den Sucker gespielt haben, den Lutscher am Hinterrad. Das ist unsere Spezialität. Es kommen noch einige Berge, Berge der vierten, dritten Kategorie. Alles sehr, sehr hügelig. Hinten raus gibt es natürlich eine Ankunft für die Puncheure. Und da haben wir eigentlich ein ganz gutes Team mit dabei. So, hier wird auf jeden Fall gefahren, als würde es keinen Morgen mehr geben. Wahnsinn. Müssen wir ein bisschen blaues Gel noch einschmeißen. Rotes Gel haben wir schon komplett aufgebraucht, um überhaupt wieder in diese Gruppe reinzukommen. Ziemlich brutal, was die beiden hier machen. Aber auch nur noch 1,33 der Vorsprung. 2,6 Kilometer. Gibt noch, ah doch, oben wird es ein bisschen steiler. Das könnte dann auch wieder kompliziert werden. So, nehmen wir mal das blaue Gel komplett. Ja, momentan geht's nicht. Wenn es über den roten Strich geht, dann wird das Gel nicht genommen. Aber rotes Gel, wir werden da jetzt auch nichts mehr regenerieren können, weil die Jungs hier einfach gnadenlos durchziehen. Da gibt es keine Atempause. Die Côte de Ross Noyen. Meine Güte, ey. So viele Punkte über dem E. So, mal schauen. Jetzt geht es hier nochmal leicht bergab. Vom blauen Balken her sollte es eigentlich reichen, aber ob der rote Balken dann reicht, um den Berg der vierten Kategorie hier zu gewinnen, das werden wir dann gleich sehen. Ich gehe schon mal leicht los. Video Kaiser hat aber auch Bock. So, aber da haben wir keine Chance leider. Jetzt sind alle durch, aber wir sind leicht schlechter als die Konkurrenz dann hier. Also den Berg holen wir uns nicht. Vielleicht ja dann den Berg der dritten Kategorie. Ziel ist natürlich auch, zu diesem Kopfsteinpflasterstück irgendwie hinzukommen. Und jetzt mit 3 Minuten im Rücken müssten die Jungs doch hier auch mal ihr kleines Aggressionsproblem loswerden. Wir haben gut regeneriert. Berg der dritten Kategorie steht gleich an. Das wäre natürlich auch nice, den mitzunehmen. 5 Minuten der Vorsprung nach hinten. Sieht jetzt alles auch nicht ganz so steil aus. Jetzt kommt natürlich auch gleich noch dieses Kopfsteinpflaster parallel. Das wäre doppelt schön, wenn wir das für uns entscheiden könnten, aber ich glaube, die Konkurrenz, gerade Ilio Kaiser, ist ja, glaube ich, auch gut auf dem Terrain, wird uns da kaum Chancen lassen. Vielleicht, wenn wir vorne die Kurve schön schnell nehmen. Das wäre eine Möglichkeit, sich hier aus der Kurve raus gleich mal abzusetzen. Ja, Pustekuchen. Das hat nicht funktioniert. Schauen wir mal, wann Ilio Kaiser dann gleich hier loszieht. Aber über das Kopfsteinpflasterstück als erstes, das wäre ja schon mal nice. Aber es wird auch nicht angezeigt. Ach, da vorne geht es dann erst richtig los mit Kopfsteinpflaster. Okay, jetzt sind es noch 500 Meter und wir sind schon ziemlich durch. Das haben wir nicht gut eingeteilt. Jetzt können wir eigentlich nur noch hoffen, dass wir irgendwie dranbleiben. Aber da kommen wir nicht mehr mit Ilio Kaiser. Da haben wir uns die Kräfte nicht gut eingeteilt. Ich habe jetzt gerade oben gar nicht geschaut, ob da jetzt irgendwas kam mit Achievement Kopfsteinpflaster. Ich war gerade so drauf konzentriert, das Ganze jetzt sonst zu verkacken. Müssen wir dann gleich nochmal schauen. Ich schaue es mir gleich im Video nochmal an. Aber auf jeden Fall holen wir uns den Berg der dritten Kategorie nicht. Aber wir sind nach wie vor in der Gruppe hier vorne drin. Ich glaube, auf dem Terrain sind schon auch mal Gruppen durchgekommen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Barrenechea und Kaiser sind jetzt nicht die Top-Konkurrenten, aber der Etappensieg, I don't think so. Ich glaube nicht, dass es klappen wird. Aber mal schauen. Also Sprintwertung kommt gleich noch. Noch ein Berg der vierten Kategorie. Es bleibt hügelig. Wenn das Tempo so bleibt, dann werden wir auf jeden Fall noch ein paar Ausreißerkilometer in die Beine bekommen. Die Ausreißergruppe funktioniert einfach überhaupt nicht. Dauernd wird attackiert. Keiner macht Tempo. Ich will ja Tempo machen. Tatsächlich. Also ich arbeite wirklich mit. Aber es arbeitet keiner mit mir. Und jetzt kommen wir vorne zum Zwischensprint. Das nächste Minimalziel und da geht Kaiser schon los. Schauen wir mal. Fahren wir mal an die Spitze. Und da haben wir keine Chance, ihn irgendwie wegzudrängen. Barrenechea geht da noch vor uns und ich glaube, die sind ziemlich durch, wenn ich das richtig sehe. Dann holen wir uns hier den Zwischensprint relativ easy.
Also die machen dauernd einen auf dicke Hose, sprinten, sprinten, sprinten wie bekloppt und dann geht einfach gar nichts mehr. Auch sehr, sehr nice. Also Kräfteeinteilung bei den Kollegen nicht besonders gut. Nächster Zwischensprint für Lance Armstrong. Jetzt noch eine Bergwertung der vierten Kategorie wäre nice. Und ja, aber ich glaube nicht, dass diese Gruppe überhaupt noch dahin kommt, weil hier wird, wie gesagt, gar nicht mehr zusammengearbeitet. Nach einer ewigen Zeit kommen wir jetzt dann gleich zum Berg der vierten Kategorie. Ziemlich ätzend. Hauptfeld war sehr, sehr dicht hier schon an dieser Gruppe dran. Wirklich sehr, sehr dicht. Und hier wird wieder die ganze Zeit attackiert, dann wird nichts gemacht, dann wird attackiert und so weiter und so fort. Mega anstrengend. So, mal schauen. Gehen mal zu Kaise. Hauptfeld, wie gesagt, hat jetzt wieder unverständlicherweise Tempo rausgenommen. Die waren schon bis auf 10, 15 Sekunden dran. Und wie gesagt, diese dauernden Tempowechsel sind so total nervig. Finde das einfach nur anstrengend. So, wir fahren mal Richtung Spitze. Schauen mal, wann die Konkurrenz losgeht. Da kommen sie. Relativ früh. Müssen uns die Energie einteilen. Da geht er jetzt schon steil. Mal schauen, kommen wir da nochmal rum. Auf den letzten, yes, Zentimetern. Super nice, dass wir uns da den Punkt holen. Das war, dafür wurde wieder das enge Höschen eigentlich erfunden. Aber das haben wir tatsächlich mal gut gemacht. Einfach mit Köpfchen, nicht sofort dahinterher gesprintet, um absolut im Windschatten zu bleiben. Also Berg der vierten Kategorie, Sprintwertung haben wir uns, glaube ich, auch geholt, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Und dann geht es jetzt gleich ins Finale, dann wahrscheinlich mit Mauro Schmidt, der dort unser Kapitän sein wird. So, wir fahren dann doch lieber für Rui Costa, glaube ich. Der sieht heute fresher aus als Schmidt. Der hat auch noch mehr Energie und Rui Costa kann auf dem Terrain auch richtig glänzen. Hoffe ich zumindest. Da vorne haben wir Johann Jakobs, der talentierte Schweizer. Die Legenden haben übrigens bei den anderen Rennen, bei den großen Rennen richtig abgeräumt. Bernard Hinault sehr erfolgreich gewesen. Also das wird richtig schwer, wenn wir dann die größeren Rennen fahren. Hier sind wie gesagt keine Legenden mit am Start, weil hier einfach gedeckelt ist, dass hier nicht die Spitzenfahrer dabei sein dürfen. So, wir bleiben mal in vorderer Position. Zimmermann heute unser Helferlein. Den haben wir da vorne. Bleiben wie gesagt einfach mal hier und können aber bei einigen Fahrern, wie zum Beispiel Zimmermann, Sinkeldamm, schon mal die blauen Gele verteilen. Bei den anderen Kollegen würde ich jetzt noch kurz warten. Dann haben wir auch Thijs Benoot, einer der Mitfavoriten auf den Sieg heute. Holy crap, das ist wieder nice. Das sollte, wie gesagt, unbedingt mal gefixt werden. Wie so vieles an dem Game gefixt gehört. So, sieht alles noch okay aus. Dann gibt es jetzt gleich da vorne nochmal eine minimale Abfahrt. Und dann freue ich mich sehr auf das Finale. Tom Pidcock, der Topfavorit. Mit der Rückennummer 1. Ich denke mal, dass er bei Ineos bleibt, oder? Da sollten die Ineos Grenadiers hinterher sein. Ich könnte ihn mir auch in keinem anderen Team vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Tom Pidcock. Ich liebe Interviews mit Tom Pidcock. Der ist einfach immer von der Sprache her, also man muss sie sich halt im Original dann anhören. Sehr, sehr direkt, nennen wir es mal so. Ich weiß nicht genau, wo er aus England herkommt, aber irgendwo stand mal, dass man diese Heimat, die in ihm schlummert, auch nicht aus ihm rausbekommt. Egal, wie erfolgreich er wird, wie oft er auch Weltmeister wird. Also jetzt nicht im Straßenrennen, aber ihr wisst, was ich meine. Olympiasieger, glaube ich, auch geworden. Cyclocross-Gedöns, das ich nicht so sehr verfolge, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber so die großen Events, da bin ich dann schon mal am Start. So, Rui Costa. Wir haben hier ja keine Bergetappe mit drin, deswegen dreimal Hügel. Ich glaube, das haben wir das letzte Mal. Mit wem haben wir das gewonnen? Ich habe es schon wieder vergessen, aber da haben wir, glaube ich, alle drei Etappen auch für uns entschieden bei der Rundfahrt. Und das ist eigentlich auch möglich, egal auf welchem Schwierigkeitsgrad, glaube ich. So, Marc Sarreau, auch ein ganz guter französischer Sprinter, so Mittelklasse, würde ich sagen. Nicht, dass man ihn jetzt auf der Champs-Élysées zu den Mitfavoriten zählen würde. Aber bei kleineren Rundfahrten, so 1.1-Rennen, da ist er durchaus immer mal vorne mit dabei.
So, Erviti haben wir rechts. Dann wieder den Schweizer Jakobs. 9,5 Kilometer sind es noch. Wir sind in der guten Position. Van Aasbroek vorne, Ballerini. Da sind einige rausgefallen, unter anderem auch Lance Armstrong, der da jetzt nicht mehr mithalten konnte. Aber heute Kopfsteinpflasterstück, glaube ich, vorne bestritten. Bergwertung gewonnen und wieder ein paar Kilometer gesammelt. Eigentlich alles völlig im Rahmen bislang, wie es mit Lance Armstrong läuft. Jetzt wäre es natürlich cool, wenn wir direkt in der ersten Saison den Aufstieg klar machen würden. Zumindest ein Rennen mehr, um uns dann schon für die etwas größeren Rennen zu qualifizieren. Tour de France muss ja nicht gleich sein, aber Tour de France, Ausreißergruppe mit Lance Armstrong, das würde ich schon sehr, sehr feiern. Da wäre ich sofort mit am Start. Jetzt verteilen wir mal alle blauen Gele. Auch Rui Costa kann mal so ein bisschen schon mal anfangen zu schnabbeln. 5,6 Kilometer sind es noch. Können wir sogar noch mal schön in die Aerodynamik gehen, also blaues Gel sogar noch mal sparen. So, ich mache es an der Seite mal weg. Ich denke mal, es ist klar, dass der Sieger aus dieser Gruppe hier kommt. So, jetzt juckt es mich an der Nase. Ganz gemein. Ha, herrlich. So, vorne Rechtskurve, da können wir wieder ein bisschen Energie sparen. Außer Van Aasbroek fährt uns da in die Parade und dann geht es hier vorne los. Nehmen wir nochmal blaues Gel. Können wir eigentlich eh durchdrücken jetzt. Schauen mal, wann die Konkurrenz kommt. Zimmermann, haben wir den jetzt verloren? Ja, der ist eh durch. Mauro Schmidt werden wir wahrscheinlich nicht mehr bekommen für hier vorne. Pidcock geht hinterher. Mal schauen. Nehmen wir mal wieder rotes Gel. Simon Clark fährt los. Hayter kommt mit. So, 1,6 Kilometer sind es noch. Ach, guck mal, Rolf Aldag. Auch mit am Start. So, und jetzt müssten wir dann gleich mal schauen, was die Konkurrenz hier noch so drauf hat. Sollten wir eigentlich durchziehen können? Clark oder. Ne, Costa holt sich's easy. Jawohl, easy peasy mal wieder. Der Sieg. Wir ballen trotzdem die Faust. Haben wir alles richtig gemacht, glaube ich. Die Energie gut eingeteilt. Und Costa mit dem Sieg. Mit dem Sieg mit Ansage, muss man ja sagen. Aber gut. Wie gesagt, wir wollen uns schnell wie möglich durcharbeiten. Das Spiel können wir nicht umprogrammieren. Ein paar Tücken sind halt einfach drin. Und wenn es die nicht gäbe, dann wäre es auch fast unmöglich, überhaupt aufzusteigen. Also deswegen muss man das ja noch so nehmen, wie es ist. Also Sieg. Armstrong in der Punktewertung vorne. Und in der Nachwuchsverwertung Rolf Aldag. Nice. Also Team Telekom auch hier mit dabei. Costa mit dem Sieg. Gesamtwertung vorne und wir schauen mal ganz kurz Bergwertung. Ach schade, ja, da sind wir aber auch punktgleich vorne. Da sind wir auch punktgleich vorne. Das ist doch nice. Wir holen uns wieder ein paar Punkte und schauen mal. Momentan sind wir auf der 21 vor Team Telekom und auch vor Team DSM. 114, ich weiß gar nicht, wie viel da müssen wir werden? Gerade mal ganz. Ah, wir können gerade nicht schauen. Das müssen wir dann Ende nächster Folge machen. Da machen wir dann die Meurthe-Bretagne und die Etappe nach Quimper. Also, Dankeschön fürs Schauen. Das macht Spaß. Die nächste Etappe geht, glaube ich, ein bisschen flotter. Hier haben wir wieder ein bisschen Kopfsteinpflaster drin und auch so ein paar gefährliche Passagen. Sind es gefährliche Abfahrten? Nee, eigentlich nur gefährliche Passagen, oder? So enge Passagen. Deswegen wird es da, glaube ich, keine Punkte für unseren Lance Schrägstrich Ulle geben. Aber Kopfsteinpflaster wäre wieder interessant. Ausreißergruppe sollte auf jeden Fall wieder drin sein für Lance Armstrong. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Also, danke fürs Schauen und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß, auch wenn es der Erzfeind von Jan Ullrich ist.